So, moin und herzlich willkommen zum fünften Part der Athletic Bilbao-Karriere. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Übrigens, von der letzten Folge auf die Folge konnte ich nicht in den Kommentaren darauf eingehen, auf immer was ihr geschrieben habt. Leider kann ich nicht eingehen, weil ich jetzt genau den nächsten Part gleich aufnehme. Heute habe ich ja mal ein bisschen Zeit und dann nehme ich mal ein paar Parts auf, damit ich dann nicht so viel Stress habe nächstes Mal beim Aufnehmen. Und dann schauen wir weiter. Letztes Mal waren wir bei Korea, haben wir mal ein Angebot rausgehaut und im Mittelfeld Rico Verkauf haben wir mal geschaut, wie das passt. So, schauen wir mal, was jetzt reinkommt. Mikel San Jose ist ein Angebot reinkommen, das werden wir nicht machen. Ich, ist ja ein Stammspieler von uns, da brauchen wir nicht mal drüber nachdenken. Das lehnen wir hier ab. Da müssten schon 30 Millionen fließen. So. Okay, das ist Mehrwert. Das Frankreich Kreis. Wir müssen mit den Scouting-Aufträgen was machen. Das machen wir jetzt gleich jetzt. Bevor wir da Korea dann erneuern, weil das ist echt nicht normal da. Globales, was haben wir da eingestellt überhaupt? Aufträge. Tempobereich vielversprechend. Wieso findet der Innenverteidiger? Tempobereich defensiv orientiert vielversprechend. Da findet einer einfach keinen. Um halt nicht defensiv orientiert reinhauen. Vielleicht ist es dann, geht's dann besser. Sonst Stammspielerqualität, Spielmarker, definitives Mittelfeldspieler und wie gesagt, dort müssen wir auch mal versuchen, dann können wir auch mal reinhauen. Müssen wir so rein, nicht so reingehen. Da jede Position und da gehen wir jetzt rein und suchen einen Torhüter. Der gute vielversprechend muss das sein und er darf höchstens 23 Jahre alt sein. Ich bin Nachwuchskeeper. Das sind die Aufträge jetzt, die wir haben, also nicht viel, viel modifiziert, aber anscheinend finden uns ein Scout nie was, okay. So, wieder Michel San Jose. Oh, sie akzeptieren das Angebot, dann haben wir mal Geld für Korea. San Jose, nehmen wir nicht ernst, San Jose, da tun wir gleich mal so machen, dass kein Angebot mehr dafür reinkommt. Das ist nicht akzeptabel, dass wir einen Stammspieler abgeben. Ohne Ersatz zu haben. Und so, jetzt trainieren wir wieder unsere Jungs. Unsere Standard-Jungs. Die haben das Training. Okay, abgeschlossen. Weil Live wird sich wieder verbessern. Nicht schlecht. So. Schauen wir mal, wann das Geld von ihm kommt. Dann, Rico kommt. Uiui. Andrei, Training, ich wollte Ihnen sagen, dass ich möglicherweise meine letzte Saison spiele. Ich werde jedes Jahr schwieriger, die Saisonvorbereitung und die anstrengende Saison zu überstehen. Je nachdem, wie ich mich im Laufe der Saison fühle, bin ich vielleicht danach meine Karriere. Deshalb müssen wir auch wegen Ihren Stimme schauen, genau. Das haben wir Ihnen schon angesprochen. Anfang wird Spiel verkauft, passt perfekt. Dann können wir nämlich bei Korea nachverhandeln. Dann können wir Korea nachverhandeln hier. 13 Millionen, sonst wen haben wir sonst noch, den wir abgeben könnten, der nicht interessant ist für uns. Benoga, aber ja, der ist nichts wert. Das ist gerade einen älteren Mann, 30-jährigen. Wie gesagt, Torhüter, den Torhüter können wir abgeben da. Gorka Iraisus. Da holen wir uns einen jungen Torhüter noch. Wie viel ist der jetzt wert? Haben wir geschaut? 6 Millionen. 16 Millionen. Sagen wir mal 10 Millionen. 10 Millionen plus ihre Suche, vielleicht sind sie an ihre Suche interessiert, schauen wir mal. Ihre Suche können wir verkaufen, ich weiß noch nicht, ob der auf der Transferliste steht, dann möchte ich nämlich loswerden eigentlich. So, Spieler verkaufen. So, zur Leihe, da, hier zur Leihe, okay, jetzt sind alle zur Leihe noch die Jungen. Und im Tor haben wir den einen Jungen, der bei uns spielt da. Rein, Iraisus und den Simon haben wir da. Ich glaube, wenn wir so mit den drei spielen, dann passt das schon. Dann haben wir weg den 35-jährigen. Den brauchen wir nicht haben. Da tun wir dann auch erneuern. Bisschen erneuern müssen wir den Kader, ja, weil er schon ziemlich alt ist. Also auf gewissen Weise schon ziemlich alt ist. So, dann fangen wir für Emerick Laporte. Die akzeptieren hier. Passt perfekt. Also, dem bin ich zufrieden, wenn die das akzeptieren. Dann haben wir mal einen Stürmer für die nächsten Saisonen. Das wäre wichtig, 4 Jahre und Rotationsspieler.
wichtiger Stammspieler. Wie gesagt, er wird diese Position in der ersten Saison noch nicht ausfüllen können, aber in der zweiten Saison wahrscheinlich. So, und Laporte werden wir gar nicht mal. Wir brauchen gar nicht verhandeln von Dortmund, weil von Bayern halt. Das sind 60, 70 Millionen, die man für Laporte zahlen müsste. Und da habe ich keinen Bock drauf, irgendwas hier zu verhandeln. Aus Ende Gelände. Da gibt es nichts zu verhandeln bei Laporte. So. Dann fangen wir für Demarcus kommt wieder rein. Demarcus ist schon stark. Also Demarcus, ja, sollen wir mal schauen, was wir auf rechtfertiger Position sonst noch haben oder was wir da uns holen könnten. Dabei tun wir mal Training reinhaben. Demarcus, wenn der für 25 Millionen geht, dann würde ich Demarcus sogar verkaufen. Obwohl er ein starker Rechtsverteidiger ist, einer der stärksten aus der Liga BBVA. Aber trotzdem würde ich ihn da eher verkaufen, wenn wir da einen spanischen Rechtsverteidiger noch irgendwo finden. Wenn wir irgendwann auf der Liste haben. Der Markus ist eine 81 hat. Wie alt ist er jetzt, der Markus überhaupt? Ich schätze ihn schon ein paar Jahre älter ein. Oder? 27 Jahre, würde ich ihn eingeschätzt. Der Markus. Wir haben Bolveda auf der Situation. Position auch 27. Und wir hätten noch auf der Position, haben wir noch einen. Den Jungen da. Okay. Wen müssen wir nachkaufen? Der Markus. Ich hauch mal den Markus hau ich mal rauf. Also schauen wir mal, wie viel die bieten würden für ihn, den Markus. Sagt, da würden wir. Ich biete mal, also ich sage mal 28 Millionen für ihn und dann kann er gehen. Ich würde bei 26 würde ich einwählen. 26, 25 Millionen, aber unter nicht, darunter nicht. Kommt nicht mal in Frage, dass man darunter einwilligen. Gehen wir wieder ein paar Tage nach vorn. Korea hat das Angebot akzeptiert und damit wieder zu uns stoßen. Angel Korea wird unser Zweierstürmer. Wichtig, also da haben wir schon mal drei Stürmer dann vorne, das passt perfekt. Dann sind wir da mal für die nächste Saison gerüstet, wenn er nicht mehr Marc-André Laura Nummer 83, ich weiß nicht, ob er jetzt vorne 84 gehabt hat oder 83. Scouting Update ist jetzt reingekommen. Den nehmen wir nicht mit, ablehnen, das ist noch zu viel Varianz. Den nehmen wir da mit, den da. Und den lassen wir mal, den lassen wir scouten mal. So, den zweiten Jung-Scout-Bericht, den haben wir weg, ablehnen. Der ist viel zu schwach jetzt schon. Aber den können, ja, nee, den nehmen wir weg. Nehmen wir ab und den nehmen wir natürlich an hier, den defensiv starken da. Und da haben wir auch ein Angebot für Axteke bekommen. 4 Millionen, 2,5 Millionen, da brauchen wir nicht verhandeln. Ist ein guter Zweiter, den werden wir nicht abgeben in der Saison. Da bin ich fest davon überzeugt, dass wir den noch brauchen werden. Deshalb bin ich nicht von Angebot, also von Abgang interessiert. Aber wen haben wir da überhaupt auf der Wunschliste auf der rechtfertigen Position? Oder haben wir den genannten? Ne, haben wir keinen. Also Innenverteidiger haben wir Martinez. Aber rechtfertige Position haben wir gar keinen. Das können wir vielleicht noch in den Scout-Bericht reinhauen. Globales Scout-Transfer-Netzwerk. Den Rechtsverteidiger könnten wir reinhauen. Position rechter Verteidiger, Attribute, er soll vielversprechend und temporär sein. Und wenn ich, okay, ja, kann vielversprechend sein. Oder Stammspieler-Qualität zu haben, Stammspieler-Qualität, das reicht eigentlich schon. Das haben wir rein, Stammspieler-Qualität. Und 16 bis ältesten 25 sollte sein. Passt, das haben wir mal rein da. Scouts, sind in Frankreich, der wollte abreisen, oder? Nee, ist nicht abgewiesen. Abgereist, Augustin ist interessant. Rechtsverteidigerposition, haben wir da jemanden? Ne, haben wir auch gesucht natürlich. Da wird es nichts gefunden sein. Die sind bereit, die zwei. Dann schicken wir den noch weg hier. Den Scout haben wir nämlich nach der Türkei mal. Vielleicht haben wir da einen Rechtsverteidiger, der interessant sein könnte für uns, wenn der Markus halt gehen würde. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man da den Markus jetzt weg kann oder nicht. Also je nachdem, wie viel West Ham bietet. So, West Ham sagt 18 Millionen. Da sind wir noch weit entfernt. Wir gehen mal auf 27 Millionen runter. Wir sagen 27 Millionen für den Markus. Ich weiß nicht, wie viel sie bereit sind zu zahlen, aber ich glaube, so 24 möchten sie, ich gebe die schon ausfüllen. So, jetzt trainieren wir wieder unsere Jungs. Axteta Williams, tun wir
Williams darf wieder trainieren, aber jetzt tun wir nämlich ihn ein bisschen Abwehr trainieren auch. Defensive 2 gegen 2 leicht, da haben wir uns rein. Leichtes Abwehrtraining. Bei Jackie Williams. Möchten auch ein bisschen defensiv, mehr defensiv arbeitet und auch besser wird. Das wäre nicht schlecht, nämlich wenn er das kann. So, und wir simulieren weiter nach vorne. So, 22,5 Millionen, uiuiui, okay. Jetzt kommen wir schon der Sache näher. 25 Millionen, das ist mein letztes Angebot, 25 Millionen. Entweder nehmen sie das an oder es ist gescheitert. Weil für 25 Millionen können wir uns einen Ersatz kaufen, der akzeptabel ist. Da brauche ich nicht den Markus halten, wenn ich ein 25 Millionen Angebot habe. Nehmen Sie es an. Ja, Sie haben es überdacht und entschieden, es zu akzeptieren. Passt perfekt. 25 Millionen. Die englischen Clubs haben eh genug Geld. Und dann haben wir das Geld gleich zur Verfügung, um einen neuen Transfer zu machen. Ich möchte nicht alles in die Rechtsverteidigerposition investieren. So ein 10 Millionen Transfer wäre super auf der Rechtsverteidigerposition. Aber da könnt ihr auch ein paar Spieler reinhauen. Wenn ihr Lust habt oder wenn ihr wisst, bei spanischer Rechtsverteidiger, weil ich habe keinen Plan im Moment, wenn wir da verpflichten sollen. Ich muss mir da selber mal ein paar Gedanken machen, wenn wir uns da holen. Da habe ich jetzt im Moment keine Idee. So, wir simulieren wieder ein bisschen nach vorne. So, jetzt gestoppt. Transfergebot für Darcy. Leihe ein Jahr, das ist perfekt. Dann sind wir dann halt auch los. 400 Millionen Transferbudget haben wir jetzt auch wieder. Verkauft und verdient. Das ist perfekt. Im Moment ist jetzt dann Polveda Rechtsverteidiger. Und ein neues Angebot, Transferangebot wird wahrscheinlich reinkommen jetzt am 17. Also was die Markus betrifft. Transferangebot für Panoga. Was für Position von den Markus betrifft, hallo Trainer, ich glaube ich wäre der richtige Mann, um die momentan freie Position von den Markus zu übernehmen. Ich hoffe, sie geben mir eine Chance, sagt Boveda. Ja, schauen wir mal. Agnina hat abgerast, also da hat er nichts gefunden. Dann gehen wir mal in die LMS. Den nehmen wir auch an, die Leihe hier. Passt perfekt, dann sind wir die jungen Talente auch mal weg. Damit haben wir einen guten Kader für nächste Saison. Vermute ich jetzt mal stark. Mutiges Scouting-Update haben wir jetzt wieder. Den haben wir ablehnen. Den nehmen wir an hier. Oder wir machen es halt mit den normalen, mit dem Boleva. Vielleicht nehmen wir auch den da, wenn wir keinen guten RV finden aus Spanien, der zu unserem Preis passt. Wir können ja mal durchschauen hier, suchen. Rechtsverteidiger aus der Liga. Position, Defensiv, Rolle, RV, Liga. Liga BBVA. Wo ist denn die? Liga BBVA. Da ist sie, der Liga Standard der. Und dann gehen wir alle durch hier. Cancelo, der ist super, Cancelo. Boah, jetzt habe ich wieder einen super entdeckt hier, der mir super gefällt. Und älter wie 25 haben wir gesagt, wollen wir keinen kaufen, so starten. Cancelo, mal schauen, also Cancelo können wir scouten als Portugiese, den würde ich mir unbedingt holen. Cancelo, ich weiß jetzt nicht wie viel der wert ist, aber Cancelo, den habe ich übelst gefeiert. Übelst gefeiert letztes Mal, in den FIFA 16. Deine Cavaral wird ein bisschen zu teuer werden, schätze ich mal. Danilo von Real holen vielleicht. Scouten wir mal. Vielleicht ist das möglich hier. Aber ich glaube auch nicht, dass das einfach wird. Mario Gaspar natürlich super recht für der Liga, aber wird auch leider zu teuer werden von Villarreal. Schätze ich mal. So Navarra Montoya. Navarra schaut nicht schlecht aus, den scouten wir auch mal. Als Rechtsverteidiger. So. Bertomo haben wir da noch auf der Rechtsverteidigerposition von Barcelona. Sergio Roberto ist da auch noch auf Rechtsverteidigerposition. Okay. Den scouten wir auch nochmal. Der schaut auch nicht so schlecht aus da unten da. Er ist Kroat, der war. 15 Millionen von Sassuolo kann man, dann brauchen wir gar nicht. So, streichen wir mal, das brauchen wir nicht dann scouten.
Aber ich mal anfangen. Erstens Kroate, zweitens ist er auch erst vor einem Jahr gekommen, da brauchen wir nicht mal anfangen. Und dann simulieren wir noch bis zum Spiel gegen Gijón vor. Wow, jetzt haben wir Anfragen dann. Bis zum Iturraspe gibt es eine Anfrage. Iturraspe werden wir natürlich nicht abgeben. Wie gesagt, Stammspieler will ich hier auf keinen Fall abgeben am Anfang. So, Cancelo, 23 Millionen, das ist schon hart. Wenn wir den um 17 Millionen bekommen, sage ich bei Cancelo okay, weil der ist echt stark. Danilo wird nicht durchgehen, Gaspar zu teuer. Gaspar kann man gleich mal weglöschen damit. Ja, dann nehmen wir gleich mal weg. Sergio Roberto. Okay, kein Interesse, das können wir auch löschen. Schauen wir mal dann, wie das ausschaut am Schluss. Cancelo kann ich schon mal anfragen vor der nächsten Folge, bis zur nächsten Folge. Dann können wir nämlich den zweiten, den dritten erfordern los. Okay, nein, den lassen wir da, das ist nichts wert. 16 Millionen gehen wir mal an. Ich sag 17, 18 Millionen, das wäre super für Cancelo. Dann können wir uns den auf jeden Fall holen. Dann sind wir super aufgestellt auf der Rechtsverteidigerposition. Aber wenn er da noch ein paar kennt aus Spanien, haut die auf jeden Fall rein. So, jetzt tun wir noch die letzten Büronachrichten noch abarbeiten. Navarros mit 50.000. Bertomo auch kein Interesse, okay. Passt, wie gesagt, das werden wir uns nächstes Mal dann alles anschauen. Jetzt gehen wir noch einen Tag vor Gijón. Vor allem Gijón spielt lang nach vor. Das passt perfekt einmal. Wie gesagt, haut rein in die Kommentare einen Rechtsverteidiger aus Spanien. Wenn ihr da einen kennt, haut das unbedingt rein, wenn ihr einen super findet. Auch, ihr könnt auch Franzosen und auch Portugiese reinhauen. Haut da ein paar gute Spieler rein. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da mir helfen würdet ein bisschen. Wie gesagt, Cancelo ist mein Wunschspieler auf RV. Mal schauen, ob wir uns den holen, ob wir den leisten können uns. Wie gesagt, das werden wir in der nächsten Folge dann machen. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Lasst einen Daumen nach oben wieder da, wenn euch das Video gefallen hat. Schaut auch die Videobeschreibung, checkt auch die Videobeschreibung auf. Das würde mich sehr freuen und damit bin ich eigentlich schon raus. Lasst ein Abo da. Ich freue mich, dass ihr da wart. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao, euer Dani.